Nach Zombie-Gemetzel und Hexengeschmetzel geht's ab heute auf diesem Kanal mal wieder ein bisschen gemütlicher zur Sache, denn wir starten heute mit Let's Play Captain Toad, Treasure Tracker und das könnte der ein oder andere vielleicht schon aus Super Mario 3D World kennen, denn da war das ganze Prinzip von dem Spiel eigentlich so eine Art Minispielchen und tja, kam halt gut an, da dachte sich Nintendo, wir machen einfach mal ein eigenes Spiel raus. So, und wir sind hier jetzt gleich mal im ersten Level, natürlich mit Captain Toad unterwegs. Und Toadette winkst uns schon. Wir sollen ihr anscheinend folgen. Ja, wir sind ja anscheinend mal gleich mal im Tutorial. Das war überhaupt mal die Sache. So eine Art Menü oder sowas gab es hier nämlich gar nicht. Ich wurde gleich in den ersten Level geworfen. Und da schnappen wir uns gleich mal den ersten Stern. Ja, und da geht den beiden voll einer ab, hä? Oh yeah. Captain Toad, Treasure Tracker und das blöde Fummelvieh hat einfach mal zu Toadette entführt. Das geht mal gar nicht, ey. Und ja, wie von Nintendo-Spielen gewohnt, eine mega geile Story. Oh yeah. Auf der Spur der Sterne. Aha, what? Ah, okay, das wird wohl dann die Levelauswahl sein. Dann gleich mal Aufbruch am Rupfpass. Okay. What? Oh, da chillen ein paar andere Toads. Okay. Gut, schon mal ein Kniff an dem Spiel ist natürlich, Toad kann nicht springen im Gegenzug zu Mario oder Luigi oder anderen Konsorten. Eine Münze, okay, die bringt mir aber nicht viel. Ah, hier kann ich hoch. So, die nächsten. Plop, plop, plop. What? Oh, da gibt mehr. So, was hier jetzt? Ah, okay. Da brauche ich jetzt mal irgendwas zum draufwerfen. Aha. Bam. Meiner. 2 von 3, okay. Oh, das hätte ich nicht verwerfen sollen. Ich komme nicht unten durch. Kann ich damit klettern? Nein. Meep. Na gut, dann versuche ich mal. Komm. Ha. Wenn das mal kein Sniper-Schuss war, dann weiß ich auch nicht. Dip, 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 dip. Die gehen aber so nicht kaputt. Ha? Na, zieh, Toad. Komm schon. Ah, geht doch. Woo. Oh Gott, ey. Ah, shit, ich hab das hier vergessen. Fuck. Na, da weiß ich schon mal, dass ich den Level gleich nochmal ein zweites Mal machen kann. So, ich sehe nichts. Da entlang. Nein! Die Münzen! Bah. Na komm. Okay, ich werde nicht groß durch den Pilz. Ah, du gibst mir den dritten Edelstein, sehr schön. Und du wach auf. Okay, ich penne eine Runde mit. Warum nicht? So werde ich das ganze Let's Play verbringen. Ich penne eine Runde. Nee, Quatsch. Wir müssen ja zu Toadette. So, mir geht es aber jetzt schon am Arsch, dass ich hier zwei Sachen übersehen habe. Aber egal, wir holen uns mal den Stern. Baba. Ich möchte echt mal gerne wissen, wer bei Nintendo sich diese Sprache ausgedacht hat. Mit Baba, boop, boop. So, wir könnten das natürlich in Level 2 gehen, aber wir haben ja beim ersten Level noch ein paar Sachen übersehen. Deswegen nochmal den ganzen Spaß.
So, aber jetzt weiß ich ja schon mal ein bisschen besser Bescheid. Plopp. Muss ich mir die eigentlich nochmal holen? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Plopp, plopp. So, dann hier hoch. Das ist ja noch alles cool. Ach, was soll's, ich nehme die Edelsteine trotzdem nochmal mit. Das kann ja sicherlich nicht schaden. Weg damit. Wobei ich... So, jetzt muss ich den Typen da oben wieder wegsnipern. Na, komm her. Komm. Bam. So, dann nehme ich mir jetzt gleich mal die Münzen mit. Dann gehe ich hier hoch. Das kann ich nicht gebrauchen. Aber das kann ich gebrauchen. Gut, die Teile kann ich so auch ausrupfen. Das ist ja mal egal. Und ich habe den goldenen Pilz. Und da ist ein Poster an der Wand, welches ich nicht entziffern kann. So, gut, das dauert jetzt ein bisschen länger, wenn man es per Hand machen muss, aber was soll's. Wir haben ja keinen Stress. Na komm. So, das noch, das noch, das noch. Sehr schön. 140 Münzen, das ist ja mal um einiges mehr, als wir vorhin hatten. Oh, falscher Weg. Ich habe ja die Münzen hier noch übersehen. Blim, blim, blim. Wir wollen ja nichts liegen lassen. Oh, nochmal 10 Münzen obendrauf. Du gibst mir den letzten Edelstein. Von den Typen gibt mir eigentlich nichts mehr. Niemand mehr irgendwas. Egal. Sind ja auch nur ein paar Schmarotzer. Naja. So, aber jetzt sollte ja theoretisch alles gefunden sein. Juhu! Ein Krönchen. Sehr schön. Gefällt mir. Dann auf in Level 2. Chaos im Cookie-Wumps-Tempel. Warum auch nichts? Sag ich nur Cookie-Wumps. Okay. Ey. Nicht cool. Ja, das Gute ist zumindest mal, dass mir Toad nicht absäuft. Denn der Typ hat mal ein Lungenvolumen, das ist nicht von schlechten Eltern. Ey. Aber Moment mal, komme ich hier, wenn ich hier durchgehe? Gibt's hier nix? Gar nix. Ich dachte, ich hätte voll das Geheimnis entdeckt, aber nö. Anscheinend doch nicht, hä? Ja, dann gehen wir mal hier nach draußen. Okay, Typen abknallen bringt mir auch nix. Ja, das war knapp. Aha. Ja, verwende rechten Stick, um dich umzusehen. Das weiß ich doch. Blum. Nummer 2. Ach, zu langsam. Zu langsam, Toad. Weil ich mir dann gleich auch die Frage stelle, kann ich mit Toad sprinten? Ach, mal weg damit. Was gibt's hier? Oh, ein Pilz. Ich weiß aber noch immer nicht, wo der Megapilz ist. Oder gibt's den nicht in jedem Level? Moment mal. Ah, shit. Hoch und rüber und runter. Oh, nein, das war jetzt der zweite Diamant. Ich dachte, das wäre schon der dritte gewesen. Aber anscheinend nicht. Da sehe ich mal haufenweise Münzen. Oh, oh. Uhuhu. Da wird's bergab gehen. Shit, jetzt komme ich nicht mehr raus. Einmal noch. So, jetzt geht's. So, wie mache ich das hier jetzt? Ich gehe mal rein. Also weiß ich hier trotzdem noch immer nicht, wo der Megapilz ist. Du lässt mich mal bitte vorbei. Ich hätte mir vielleicht gleich den zweiten mitnehmen sollen.
Dann wird das jetzt hier ein bisschen Banane vorbeizukommen. Na gut. Goldenen Pilz nicht gefunden, aber egal, wir holen uns mal den Stern. Wieso muss ich das Geräusch jedes Mal mitmachen? Ich weiß es nicht. Aber das macht einfach süchtig. Ah, okay. Hier ist wieder ein anderes Ziel. Brücke nicht zerstört. Wie soll ich denn das machen? Gucken wir mal. Das gucken wir doch jetzt mal nach. Wie zerstöre ich nicht die Brücke? Dann kann ich mir zumindest mal nicht alle Münzen holen, denn wenn ich mir die letzten beiden hole, dann bricht der Scheiß zusammen. Kann ich einfach runterspringen? Okay, so geht's auch. Ah, voll daneben. Ich glaube, die Münzen muss ich mir jetzt nicht nochmal alle holen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen Overkill. Ah, shit. Natürlich, wenn ich mich so dämlich anstelle. Na gut, dann holen wir ein paar. Ein bisschen Taschengeld. Sagen wir mal so. Bleib stehen. Na, das geht sich nicht aus. Joink, joink, habe ich gesagt. Und wenn ich joink sage, dann machst du joink. Ja, da muss ich jetzt nicht unbedingt rein. So, mal kurz einen Überblick bewahren. Ich muss sagen, was mir jetzt schon nicht gefällt an dem Spiel, ist die Tatsache, dass die Kamera auch darauf reagiert, wie ich das Gamepad bewege. Und das mag ich mal überhaupt nicht. Da wäre es mir echt lieber, wenn das nur auf den rechten Stick reagieren würde und sonst auf nichts. Aber nee. Wenn man schon irgendwie so einen Bewegungssensor eingebaut hat, dann muss man ihn ja wohl auch verwenden. Ne? So. Bleib stehen. Dann gehen wir hier noch vorbei. Und dann sollte das Zusatzziel erfüllt sein. Juhu. Wieder ein schönes Krönchen. Nice. Dann weiter auf Level 3. Tückische Tippsteine. Okay, ich muss die Level immer erst fertig machen, bevor ich zum nächsten kann. Okay. Na dann, let's go. Aha. Das sieht schon mal definitiv ein bisschen anders aus. Ach, das waren... Momentchen mal. Ja, genau, das waren die Teile. Die kann ich nämlich mit einem kleinen Tipps aufs Touchpad kann ich die Plattform bewegen. Ja, komm raus. Schlüssel. Moment mal. Oh, what? Nein, zurück, zurück. So will ich das haben. Dann kann ich nämlich hier nicht durch. Scheiße, ne? Bringt mir das was? Ah, da unten ist das Schloss. Und auf. Sehr schön. Erster Edelstein ist meins. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie komme ich wieder da hoch? Kann ich hier hochlaufen? Ja, das ginge. Momentchen mal. Ey, ich will mir noch die Münzen bitte gerne mitnehmen. Danke. Moment mal, dann gehe ich jetzt mal hier hoch. Mach wieder plupp. Dann kann ich mir hier auch den zweiten Edelstein holen. So, wie komme ich jetzt zum dritten? Dazu muss ich halt irgendwie in die Öffnung. Moment mal, ich gehe nochmal hier rüber. Mach das hier so. Gehe hier rein, heb das Blaue nach oben und dann hätten wir das auch schon erledigt. So, und jetzt ist eigentlich nur noch mein Ziel, irgendwie zum Stern zu kommen. Denn was mein Zusatzziel hier ist, weiß ich sowieso nicht. Wir bewegen das hier nach unten, das hier rüber und das war's dann auch schon. Blingeling!
Man muss einfach mitmachen, da kann man gar nichts dagegen machen. Tippsteine nur dreimal berührt. Na gut, ich muss ja theoretisch nur den Stern erwischen. Ob ich mir die Edelsteine jetzt noch hole, das ist ja scheißegal. Also, wie mache ich das? Ich darf sie nur dreimal berühren. Jetzt muss ich aber mal irgendwie da hochkommen. Nein, das war schon falsch. Scheiße. Scheiße, ey. Hä? Nee, kein Plan. Lassen wir das mal. Lassen wir das lieber mal und konzentrieren wir uns mal auf Dinge, die ich auch kapiere. So wie das Steinpilzplateau. Das kapiere ich doch. Hoffe ich mal. Oh, da fliegt eine Eule. Ich hoffe, die kackt mir nicht auf den Kopf. Oder was macht denn die? Oh, die will mir echt auf den Kopf kacken. What? Ah, okay. Hab schon einen Plan. Noch ein paar Münzen. Was gibt's denn hier? Ein Pilz. Okay. Alles cool. Alles easy. Okay, muss ich wieder tippen. Die Münzen will ich aber haben. Danke. So, dann machen wir gleich mal die Schallgeister oben weg. Na, komm her. Komm. Bam. Oh, dafür gab es auch einen Diamanten. Treffe ich die Eule von hier aus? Oh, da muss ich aber genau zielen, ey. Bam. Sehr schön. So, jetzt stellt sich die Frage, wie komme ich da hoch? Oh, da ist eine Leiter. Aha. Ja, Moment mal. Kamera. Wo ist der dritte Edelstein? Der ist da hinten. Wie komme ich denn da entlang? Moment mal, bewegen wir mal das hier. Aha. So. Sollte er richtig sein. Ja, ist es auch. Und dann geht's wieder aufwärts. So, jetzt muss ich aber das hier so. Okay. Gut, jetzt kann ich mir theoretisch schon mal den Stern holen, aber ich will gerne noch die eine beknackte Eule da wegmachen. Die werde ich aber von hier aus jetzt nicht treffen, hä? Momentchen mal. Versuchen wir mal, ob das funktioniert. Liegt noch ein bisschen. Der wirft nicht weit genug. Shit. Oh oh. Ah, fuck, ich hätte sie runterlocken können. Au. Moment mal, ich könnte mir aber theoretisch ja noch... So. Muss ich zwar den Kram hier nochmal machen, aber... Nein, ich kann damit nicht runterklettern. Bah. Bullshit, sage ich da nur. So. Na gut, dann holen wir uns einfach mal den Stern. Und raus aus dem Level. Und ich wette, das Ziel, ja, alle Gegner besiegt, das wär's gewesen. Das dachte ich mir schon. Ein kleiner Tipp für findige Abenteurer. Du kannst dir die elektronische Bedienungsanleitung ansehen, indem du... Ja, okay. Okay, brauche ich nicht. Wer braucht schon Bedienungsanleitungen? Kein Schwein. Tja. So, schon nächstes Kapitel. Wilde Jagd zur Glutspitze. Aha, gut. Aber bevor wir das tun, werden wir in dem Level noch versuchen, alle Gegner zu killen. Aber das machen wir dann in der nächsten Episode von Captain Toad, Treasure Tracker. Und bis dahin sage ich Tschüss, zu Wiedersehen. Und man sieht sich.